Herzlich willkommen zu Petite Cuisine mit Martin und Mario. Ich habe mir heute Unterstützung geholt, denn ich habe Großes vor. Ich werde kochen und natürlich groß aufkochen. Und dazu habe ich meinen Bruder vom Fach gebeten, dass er mir hilft. Er hätte es gelernt. Ob er es noch kann, werden wir jetzt dann sehen. Finden wir raus, ja. Er wird mir anweisen. Was ist unser Gericht des Tages? Nun, ganz was Exklusives wird es heute geben. Okay. Ja, und zwar eine Eierspeise. Oh, Alter. Ihr seht, Schwierigkeitsgrad 10,0 ungefähr. Ungefähr, ja. Genau. Und wir haben beschäftigt die Zutaten. Ja, was braucht man? Für Eierspeise braucht man Eier. Ganz hervorragende Eier oder Wachtel aus Österreich natürlich. Würzsammer. Größenmäßig kommen die gut. Ja. Okay. Schauen, ja. Das passt gut, ja. Mit dir kann ich umgehen, glaube ich. Ich glaube schon, ja. Gewürzt das Ganze mit feinsten Fleur de Sel aus Frankreich braucht man natürlich. Damit es geschmacklich auch passt und wo der Pfeffer herkommt. Ne? Okay, ist mir wurscht. Ist auch wurscht, ja. Oder Pfefferwachs, genau. Genau. Und Öl. Und Öl. Okay, und. Aus dem zaubern wir was nicht. Das wird jetzt einfach so. Genau, wie es dann weitergeht, das zeigen wir gleich. Passt. Mabache TV. Das heißt, ich schalte jetzt mal die Pfanne ein. Das habe ich gemacht. Wir haben übrigens die passende Pfanne für die Größe der Eier. Mhm. So, was kommt dann? Ja, dann brauchen wir ein wenig Öl, würde ich sagen. Okay. Müsste genügen, oder? Das reicht, ja, ja. Käfer beschichtet natürlich. Okay. Jetzt blenden wir unten ein. Martin meinte Teflon beschichtet und sagt Käfer. Okay, Teflon beschichtet. Teflon ist eine Marke, oder? Genau. Okay, gut. Teflon ist die französische Marke. Für das hat man den Profi an der Hand. Gut. Martin meinte. Aber ich befürchte, du wirst die Eier abschlagen müssen. Ach so? Weil ich krieg das sicher nicht hin. Ja, dann machen wir das einfach. Das okay. Jetzt machst du ja noch da rüber, vielleicht sieht man noch was. Vielleicht sieht man was. Okay. Die Rieseneier. Wir haben da natürlich auch den entsprechend großen. Cool. Mini. Da haben wir gleich nur zwei, oder? Nur zwei. Ach, wieder ein großer Eierspeis, dann ist wieder. Das ist eine Schlemmerei nachher. Kommt Fußballverein, oder wie? Mhm. Zwei. Oder drei Eier, das geht schon. Und einmal noch. Batsch. Sicher offen. Puh, geil. Also dieser Becher ist jetzt voll. So. Jetzt schau, ob ich das verquirlen kann. Kannst du das verquirlen in der Pfanne. Okay, das wird eh nichts. Weniger Batzerei in der Pfanne. Ja, gut. Wie schauen wir temperaturtechnisch aus? Sehr heiß, glaube ich. Sehr heiß? Mhm. Und dann? Und jetzt gleich verquirlen, oder wie? Ja. Ja, sieht aus wie ein Eierspeis. Würzt du da ein bisschen so? Mhm. Mit was würzt du feine Herde Eierspeise? Haben mit Salz und Pfeffer. Mit Salz und Pfeffer. Einen Hauch. Ist ja. Und ein bisschen Pfeffer. Mhm. Gut, ja. Damit das Ganze nicht zu fest ist, drehen wir schon ab und die Geschichte ist hübsch fertig. Wow. Ja, okay. Nicht nur Appetit, sondern auch ziemlich schnell. Ne? Genau. So dann. Gut, wir sind jetzt schon beim Anrichten von unserer Eierspeise. Die ganze Geschichte so ein bisschen nett herrichten, einfach das Ganze.
hervorragende Konsistenz bitte. Ja, also unser Kochlehrling hat das geschickt gemacht, muss ich sagen. Grünes hätten, würde man noch was Grünes drauf da. Ja, da reicht mir dann nur ein wenig Gepäck dazu, irgendwas zum Trinken, was Feines, und dann weißt du schon wieder. Wir haben jetzt unser Gericht edelst angerichtet. Wie ihr gesehen habt, es war ziemlich aufwendig. Ja, Mordshexerei, also schon. Mordshexerei, richtig, richtig. Das Auge ist mit, man sieht es, also wichtig ist, das passende Gebäck. Man braucht es einfach, es muss passen. Das muss einfach passen dazu, ja, sicher. Genau. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch mal was zu kosten. Ob so was warm ist. Obwohl die Eier schon klar waren. Die Mühe war es wert. Von der Pfanne, ja. Gut ist schon. Ja, vor der Fälle. Unbedingt nachprobieren daheim. Würde ich so machen. Und heißer sehen wir, ob das auch so ist. Ja. Passt das, sehr gut. Also, was wir gelernt haben, ist, Kochen hat nichts mit Größe zu tun. Gar kein Fall, nein. Und, ja, kann man machen. Kann man machen, unbedingt nachprobieren daheim. Super Geschichte. Ja, also ich bedanke mich. Ich sage danke für die Einladung. Ja. Danke, wirklich. Also, und wenn Sie einen besuchen wollt, wo bist du? In? Ich bin in der Steiermark. Badersee. Um genau zu sein. Er kocht nicht, aber er kocht ja gern. Genau. Also, danke, wir essen jetzt vergnüglich zusammen. Genau. Flachtel Eier, Eierspeis. Auf. Lecker. Bitte. Tschüss.